Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um den schnellen Meerrettich-Honig. Das ist ein Hustensaft, der ganz schnell mal eben zwischendurch zuzubereiten ist. Sie alle kennen wahrscheinlich Zwiebelhustensaft. Dafür schneidet man eine Zwiebel klein, vermischt sie mit Zucker, aber dann dauert es eben mindestens 1, 2, 3 Stunden, am besten über Nacht. Und wenn man einen ähnlichen Effekt mit ähnlichen Wirkstoffkomponenten haben möchte, dann kann man etwas ganz Praktisches machen. Man nimmt einfach etwas geriebenen Meerrettich und vermischt das mit Honig. Je nachdem, wie alt der kleine Patient ist, vielleicht ein bisschen mehr Honig und ein bisschen weniger Meerrettich. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie können schon was vertragen, dann sozusagen den frisch geriebenen Meerrettich oder den geriebenen Meerrettich im Glas. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen Sahne-Meerrettich und ein bisschen Honig. Das ist eine milde Variante. Sie sollten allerdings nicht aromatisierten Meerrettich nehmen oder so, sag ich mal, so fertige Würzsoßen, dann bleibt sonst zu wenig über. Aber auch der Meerrettich enthält die berühmten Senföle, die uns bei Erkältung so zugutekommen. Das Ganze wird verrieben. Ich gebe zu, auch das schmeckt nicht so super toll, aber es hilft. Machen wir mal den Test. Ich habe ja noch den Honiglöffel. Also man kriegt es gut runter und gerade für Kinder geht das auch gut. Und wenn sie mal unterwegs sind, auch das kann passieren. In jedem Kühlschrank, von jedem Hotel, überall gibt es etwas Meerrettich. Oder besorgen Sie sich ein kleines Glas im Supermarkt, nehmen sich einen kleinen Honig vom Frühstücksbuffet. Das kann man zwischendurch machen. Immer wieder eine kleine Menge, nicht alles auf einmal. Immer wieder so jede Stunde ein kleiner Teelöffel. Und dadurch benetzt der Honig die Rachenschleimhaut, macht eine Schicht, legt eine Schicht über die entzündete Schleimhaut im Rachen, hat außerdem noch selber entzündungshemmende Wirkstoffe. Der Meerrettich hat diese antibakteriellen Senföle und man kann quasi auf die Schnelle etwas machen, was man mit dem Zwiebelhustensaft über Nacht macht. Probieren Sie es mal aus, es hilft. Und ich esse das jetzt auf.